Das ist ja euer Lieblingsformat und deswegen taucht es auch immer wieder hier auf dem Kanal auf. Ich habe mich heute für euch fertig gemacht und quatsche ein bisschen mit euch. Ich würde sagen, wir legen einfach los nach dem Intro. Einen wundervollen wünsche ich euch. Ich bin fertig. Ich habe heute schon wieder Fitness gemacht und heute mega früh aufgestanden, durch den Regen gelaufen. War super entspannt. Und habe jetzt diese Woche vor, zum ersten Mal dreimal zu trainieren. Und ich merke es schon. Also normalerweise habe ich ja so 3 bis 4 Tage Regeneration bei 2x trainieren. Was heißt normalerweise? Das ist jetzt eine Woche gemacht. Und wenn es mir von der Muskulatur her auch nicht so gut geht, muss ich auch so ein bisschen auf deinen Körper hören, dann mache ich auch nur 2x. Jetzt hatte ich aber heute einfach auch Bock. Erstens war ich wach, zweitens hatte ich mir das auch gestern vorgenommen gehabt. Und warum nicht? Also ich habe gestern schon gemerkt, so von der Muskulatur her ist vollkommen in Ordnung. Aber jetzt bin ich halt wieder Arsch, mega am Arsch. Und wenn das später mal echt kein Problem ist, dann bin ich wahrscheinlich eher so ein Typ, der morgens ins Training geht. Ich habe hier übrigens so ein, das war mal so ein Schwamm, wo du dir in die Haare ranmachen konntest, einen Dutt machen. Und mit den Dingern kannst du echt wunderbar pinseln, so ein bisschen entstauben. Ich muss mir meine Pinsel wieder waschen, das muss mir echt bleiben. Ich habe heute, Alter, habe ich keinen Bock. Ehrlich. Ich habe wieder Alverde Mineral Make-up. Ich werde mir aber da jetzt demnächst mal was anderes holen, weil das halt von der Farbe her nicht so 100% das Richtige ist. Aber ich werde beim Thema Mineral Make-up bleiben, weil das andere schmeiße ich halt immer wieder weg. Nehmen wir das Kind beim Namen. Weißt du was? Ich mache jedes Mal den gleichen Fehler. Concealer, Creme, ich tue mich jetzt auf die Haut. Und der Concealer ist von Lavera. Muss ich mal wieder neu bestellen. Mein DM hat keine dekorative Kosmetik von Lavera mehr. Was sehr schade ist. Leider. Ich bin das halt gewöhnt, dass diesen Schritt hier erst nach der Foundation zu machen. Aber wenn du halt ein pudriges Mineral-Make-up nimmst, dann musst du halt schon sehr schön Concealer auftragen. Ja, also das habe ich schon auf meinem anderen Kanal erzählt. Ich bin jetzt im Training. Das hatte ich ja die letzten 2 Jahre vor und dann ging es ja Corona-mäßig richtig los. Was mich dann ein paar Mal auch zurückgehalten hat, bin ich echt ehrlich. Als die Zahlen dann so über 150 gegangen sind, habe ich mich schon gedacht, so, da war ich in so einem medizinischen Kurs, was bei mir die Krankenkasse bezahlt hat. Das war auch in einem Fitnessstudio, das war ein Zirkel, den ich da auch gemacht habe. Ich mache jetzt momentan auch einen Zirkel mit Übungen, um mal so eine Grundmuskulatur wieder aufzubauen, um mich nicht zu verletzen. Und ich weiß noch, dann sind die Zahlen so enorm hochgegangen. Und das wäre auch nicht mehr lange gegangen. Also das war nicht so, als wo du ein Jahr Vertrag hast. Ich bin ja jetzt im Fitnessstudio bei mir in der Nähe. Jumpers heißt das. Und das gibt es in verschiedenen Städten, das ist eine größere Kette. Und das hat halt von 6 bis 24 Uhr auf. Und morgens ist das halt echt geil, du hast halt deine Ruhe. Und mein Training geht momentan so nicht mal eine Stunde. Das habe ich mal diese Woche angefangen, wie gesagt, mit dem dritten Termin. Mal gucken, was mein Körper dazu sagt.
Und dann wollte ich mal mein Training ausweiten und zwar den Zirkel eine zweite Runde machen, weil im Moment merke ich, geht nicht. Ne, mein Körper sagt mir sehr schnell an, so, nee, weil ich halt vor dem Zirkel immer noch Powerplay-Training mache und das tut mir halt von den Beinen her und von den Armen her echt gut. Powerplay-Training ist halt eine super, wie sagt man, Lymphdrainage. Ich habe ja das Lipödem und mein Körper neigt leider dazu, dass er halt sehr viel Wasser ansammeln kann. Und das merke ich auch immer so, nach dem Training muss ich halt echt mega aufs Klo. So. Geht eigentlich nie, ohne dass ich irgendwie da rausgehe und nicht aufs Klo muss. Ich muss da immer aufs Klo. Das ist schon ein sehr gutes Zeichen. Und ich habe heute auch 1 cm weniger im Bauch gemessen. Das hat aber nichts zu bedeuten. Ich bin bei der nächsten Messung, bin ich halt echt gespannt. Ich hatte bei der ersten Messung, als ich angefangen habe, vor 2 Wochen am Freitag war das, hatte ich halt 43% Körperfett. Und Körperfett und Gewicht hat nichts miteinander zu tun. Ich wiege immer noch das Gleiche, was ich bis zu meinem letzten Wiegen gewogen habe, lustigerweise. Also da hat sich nichts verändert, obwohl ich gerade im Moment nicht zähle. Das heißt nicht, dass ich nie mehr zähle, aber im Moment zähle ich nicht. Und das ist schon krass. Oh, jetzt haben wir wieder das bei Nico Squad. Und suche hier ein bisschen was gegen meine blauen Innenwinkel zu machen. Ich finde, das muss bei mir schon immer sein. Also ich mache mir nicht viel aufs Gesicht, aber hier, das muss schon sein, weil ich habe da sehr dünne Augen, so dünne Haut. Ich habe immer noch diesen leichten Hubbel auf dem Auge. Das ist echt krass. Ich hatte ja irgendwann mal diese Augenentzündung im Juni. Und dieser Hubbel ist immer noch leicht da. Das ist ja crazy. Der war richtig fett. Ich habe echt gedacht, so, hey, Scheiße. Es hat alles mit einer Entzündung angefangen. Ich bin morgens aufgewacht und ein mega fettes Auge. Aber Gott sei Dank ist es weg. Und das ist halt nur so ein Hubbel. Und der ist halt immer dicker geworden. Ist jetzt halt immer noch da. Aber man sieht den nicht mehr so direkt. Es wird halt auch so ein bisschen so, die Haut, sagen die, so ein bisschen ausgeleiert an der Stelle, keine Ahnung. Also, wo waren wir stehen geblieben? Meiner Messung. Und zu der Messung sage ich ein bisschen was in einem Livestream. Muss ich mal auf meinem Zweitkanal gucken. Und Scheiße, ich habe meinen falschen Puder genommen. Ist jetzt egal. Man muss ohne Browser. Ich habe. Wenn ich Mineral-Make-up verwende, dann brauche ich eigentlich in der Regel keinen Puder, aber wir können hier noch so ein bisschen das abpudern. Das ist aber eigentlich nicht notwendig. Halt! Wisst ihr, was ich vergessen habe, rauszulegen? Das ist. Ich nehme den Puder jetzt einfach als Unterlage. Ich habe ja diese Lililolo-Grube und das will ich mir hier in groß kaufen. Und das nehme ich immer so als Primer fürs Auge. Und das funktioniert echt auch bei mir richtig gut. Überhaupt, Lililolo finde ich gar nicht mehr so übel. Ich habe mir, glaube ich, davon noch gar nichts geholt. Nur die Proben und die hab ich kaufen müssen. Stimmt. Ja, so ist das, ne? Und das mache ich halt alles für meine Gesundheit. Also ich habe halt da jetzt nicht vom Gewicht her irgendwie mega abzunehmen oder so. Weil es jetzt bei der ganzen Geschichte so ist, dass wenn ich an Muskeln zulege, dass ich halt ein bisschen mehr wiegen werde. Und ich soll da nicht erschrecken, weil das normal ist. Und das weiß ich zufällig. Zufällig weiß ich das.
Soll ich jetzt erst mit den Augen? Ich mache erst die Augenbrauen. Ich mache erst die Augenbrauen und die sind mich echt mega grau geworden. Die sind echt mega grau geworden. Und bis jetzt macht's Spaß. Aber ich bin halt immer noch so im Anfängerbereich, in diesem Zuckerbereich. Und ja, kann es halt irgendwie kaum abwarten, die ersten normalen Geräte, was heißt normal, die Zirkelgeräte sind auch nicht unnormal, aber den ersten richtigen, das erste richtige nicht Workout, doch das erste richtige Workout vom Trainer zu bekommen. Da bin ich echt schon mega, mega gespannt, was das betrifft. So. Was nehme ich? Nehme ich Lila? Nehme ich MAC? Oder nehme ich das? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme das. Genau, ich glaube das. Und nie weiß ich, wie es aufgeht. Nie weiß ich, wie es aufgeht. Hier geht's auf. Nee. Ja. Da. So. Das habe ich mir mal gekauft. Gebraucht. Ups. Machen wir mal den Ton aus vom Handy. Nicht, dass es nochmal stört. Das habe ich mir mal gebraucht gekauft. Und aber warum es die Person weghaben wollte, weil das eine super schlechte Farbabgabe hat, so richtig beschissen. Ich würde mir heute auch kein MAC mehr kaufen, das ist halt viel zu teuer. Und eben Tochterkonzern von Estee Lauder, also ist die Sache MAC eh gegessen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich MAC gekauft habe, waren sie eigenständig. Und da sind halt alle auch irgendwie so auf MAC abgefahren. Da habe ich so ein paar Sachen habe ich noch. Weil meine Sammlung hat sich halt echt mega verkleinert. Also ich nehme jetzt gerade den hier nochmal als Unterlage. Und dieser Hubbel ist halt immer noch da. Das sieht so crazy aus. Naja. Jetzt versuche ich mich mal, weil das mache ich meistens an dem Pflaumeton. Oder soll ich ein Lila dazwischen setzen? Komm, ich mache ein Lila dazwischen. Den da. Gehen wir mal heute in Farbe. Ich bin so im Arsch. Ich habe so das Gefühl, jetzt hätten wir schon vor den fortgeschrittenen Tag. Das ist mir schon beim ersten Training in der Früh aufgefallen. Letzte Woche, Freitag war das. Da bin ich zum ersten Mal so richtig früh gegangen. Und habe ich schon gemerkt, so, boah, der Tag ist immer mega anstrengend. Aber das kommt halt davon, dass ich halt echt trainingstechnisch halt, da ist nichts mehr da. Ich habe zwar immer schön meine Workouts gemacht, aber wusste halt auch, dass ich mit den Workouts halt nichts mehr erreichen kann und dass die Workouts auf meinen Körper halt einfach zu viel Stress auslösen. Zum einen bin ich durch die Workouts zu viel auf den Beinen. Ich habe ja fast jeden Tag trainiert. Und zum anderen hat es nichts mehr gebracht. Und ich habe halt jetzt so einen Vertrag und das bemängle ich an diesen ganzen Fitnessstudios in meiner Gegend. Du musst Minimum ein Jahr abschließen. Die meisten haben hier sogar 2 Jahre, die halt keine Kette sind. Jumpers hat 1 Jahr. Und deswegen habe ich lange überlegt, welches am Fitnessstudio sein soll. Aber ich wollte mich halt nicht wieder 2 Jahre von einem Studio abhängig machen. So. Ich kenne mich von früher her, ne? Und da war ich halt Karteileiche.
Aber ich habe da auch aus anderen Gründen trainiert. Das muss man an der Stelle echt auch sagen. Ne? Und zwar habe ich ja in meiner richtig essgestörten Zeit habe ich ja richtig Fitness richtig missbraucht. Muss man an der Stelle schon sagen. Und jetzt habe ich halt überhaupt keine so sein überhaupt keinen Drang so, oh, ich muss weniger wiegen und so. Das ist total interessant so. Weil früher war ich halt immer auf Diät, wenn ich ins Studio gegangen bin. Und jetzt habe ich halt Kraft, Dinge zu tun. Das ist halt schon irgendwie mega interessant so. So, jetzt würde ich aber gerne trotzdem noch was von dem Dunkeln aufs Auge bringen. Ich habe gedacht, ich hätte so einen kleinen Pinsel hier. Das ist doch den nehmen. Also mein Ziel ist es, und das habe ich noch nie gemacht, Langhanteltraining. Das ist mein Ziel, also in den Langhantelbereich zu kommen. Und das gucke ich mir lustigerweise auch immer voll gerne auf YouTube an. Ich bin gerade total obsessed von Clarix Fitness oder so, wie die heißt. Und wenn ich euch echt empfehlen kann, die ist aber mega Bodybuilderin, Angie Winkelmann. Der Kanal wächst wie blöde. Als ich angefangen habe, sie zu gucken, hat sie um die 400 gehabt. Jetzt hat sie fast schon 1000. Die macht jetzt einen Wettkampf. So weit würde ich bei mir nie gehen. Da würde mein Körper auch gar nicht so weit kriegen. Da habe ich gar nicht so viel Ausdauer, geschweige denn. Schauen wir mal, wie es aussieht in einem halben Jahr. Aber das wäre auch gar nicht mein Ziel. Überhaupt nicht. Ich will meinem Körper halt einfach Gesundheit bringen. Durch das, dass ich halt hormonell halt auch Probleme habe. Und es wirkt halt irgendwie auch aufs Nervensystem. Das ist total krass. Also ich bin nun einiges ruhiger. Ich bin ja in Psychotherapie und da ist halt auch dieses Thema Nervosität, Druck, Stress und diesen Stress mache ich mir jetzt gerade zur Zeit gar nicht mehr. Das ist total klasse. Total cool. So. So kann man doch rausgehen. Ich werde heute, glaube ich, nicht mehr rausgehen. Das habe ich auch vergessen. Augenbrauengel müsste ich mir jetzt demnächst mal ein neues kaufen. Ihr wisst ja, so Sachen immer mal wieder auswechseln. Ausgewechselt wird auch der Creme-Highlighter. Also in Creme würde ich mir jetzt speziell nichts mehr holen. Weil so Creme-Sachen bei mir halt echt mega schnell kaputt gehen, außer Concealer. Und Corrector, das dann natürlich schon in Creme, ganz klar. Aber alles andere hat bei mir persönlich keinen Sinn, weil ich schmeiße es halt dann doch wieder, muss dann doch wieder wegschmeißen, weil es dann nicht leer geworden ist. Und das ist dann immer so eine Sache, finde ich. So, jetzt kommt der Eyeliner von Lavera. Der ist super fein. Der war früher ein bisschen anders, aber ich mag den. Ich mag den wirklich. Und wie ihr dem ganzen Mikroplastik-Thema an den Kragen gehen könnt und ihr keinen Bock habt, irgendwie drauf zu achten, irgendwie Inhaltsstoffe zu lesen und so, nehmt Naturkosmetik. In Naturkosmetik ist es nicht drin. Ich weiß. Beim Thema Make-up ist es schwierig, weil so flüssige Make-ups, die performen halt einfach scheiße, sag mal so, wie es ist. Also, kannst du echt vergessen.
Eyeliner. Wieder an einem Auge total scheiße, am anderen gut. Aber das muss jetzt. Ja. Ich mag den Pinsel halt von dem echt gerne. Ich habe ja vorher immer diesen Dating Joe Black gekauft. Aber ich glaube, ich habe den nicht mehr bekommen oder so. Den gibt es aber schon noch. Von Catrice. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Gerne. So. Ich sehe halt echt nicht mehr so gut. Und ich habe hier manchmal so Lücken dazwischen, weil ich halt doch, Gott sei Dank bin ich mit vielen Wimpern gesegnet. Ich bin ja auch auf dem Kopf mit vielen Haaren gesegnet, aber sie sind halt leider zu fein geworden. Also jedes einzelne Haar ist halt echt dünn, aber ist okay. Kann damit leben. Schwarzer Kajal auch von Lavera. Wunderbar. Ich habe eine neue Mascara. Ich kann zu dem noch gar nichts sagen. Die ist nagelneu. Machen wir sie mal auf. In der Regel neue Mascaras sind scheiße. Finde ich. Deswegen verwende ich meine immer so lange. Aber irgendwann wird es dann doch auch gruselig. Also Mascara schmeiße ich schon auch regelmäßig weg. Also, weil gerade wenn du da an deinem Auge rumfummelst, und da hatte ich ja schon eine Entzündung, hatte ich aber nicht vom Schminken, sondern in der Zeit war ich nicht geschminkt, ist damit echt nicht zu spaßen. Also, die hier macht nicht viel. In meinem Fall fast gar nichts. Aber ja, es ist halt meistens bei den Mascaras, wo so vielversprechend irgendwie irgendwelche mega Schwünge und so, das hat dann meistens irgendwelches Plastik enthalten. Also da muss man dann schon aufpassen. So, dann nehmen wir hier noch meinen Highlighter und noch riecht er nicht. Ich habe ihn ziemlich benutzt. Also da kann man echt nichts sagen. Aber er ist halt weit von leer entfernt. Weit von leer. So, machen wir hier noch so ein bisschen. Ja, das ist okay. Das ist definitiv okay. Also, uralt Blush, aber mir ist halt so nach dieser Farbstimmung. Ich rieche trotzdem auch an Puderprodukten. Wenn die irgendwann anfangen, so komisch zu riechen, ich habe einige Puderprodukte halt deswegen weggeschmissen. Gebe ich offen und ehrlich zu. Der ist schön. Subtil. Kommt gar nichts weg. Doch, doch. Da geht was. Aber nur ein bisschen rühren. Jetzt. So.
Das ist in Ordnung. Ich muss unbedingt wieder zum Friseur. Ich glaube, ich mache mir die Tage echt einen Termin. Weil das ist halt jetzt echt schon wieder ein halbes Jahr her. Und in der Zeit habe ich meinen Pony immer selber geschnitten. Und wenn so der Punkt erreicht ist, wo so mein Pony nicht mehr mitmacht, dann weiß ich immer, ich sollte mal wieder zum Friseur gehen. So, meine Lieben, ich melde mich an der Stelle ab. Sag danke fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!